drei Manipulationsarten, die du jeden Tag erlebst. Das ist ja sozusagen, wir leben in einer Informationsgesellschaft. Ich würde eher sagen, wir leben in einer Desinformations- und Lügengesellschaft. Es lenkt uns vom Wesentlichen ab, nämlich von uns selbst. Manipulation ist ja nichts anderes, als dass wir quasi mit unserem Bewusstsein in einem mentalen Gefängnis gehalten werden. Kleiner Schwurbler, wa? 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze YouTube-Community. Ich hoffe, euch zu Hause geht's gut. Wir gehen in den ersten Peter für heute rein. Und zwar heißt das Video: drei Manipulationsarten, die du jeden Tag erlebst. Es geht um Manipulation von Raik Gawe, dein Gesundheitslehrer. Ich glaube, ich habe noch nie auf ein Video von ihm reagiert und bin gespannt, was hier erzählt wird. Es geht um Manipulation und ich glaube, wir werden alle jeden Tag manipuliert auf eine Art und Weise. Freunden, Familie, Fernsehen, was man sich reinzieht, das hat alles einen Effekt auf dein Verhalten dann auch später. Und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass man bewusst mit den Dingen, die man konsumiert, umgeht einfach so. Weißt du? Dass du bewusst Sachen konsumierst. Bewusst Sachen konsumierst, wo du das Gefühl hast, es bringt dich jetzt gerade weiter und es hilft dir oder es gibt dir irgendwas Positives so. Wenn man unbewusst konsumiert, dann weiß man auch nicht, was die Sachen, die man konsumiert, eventuell für Auswirkungen auf dein Leben haben so. Und deswegen, Bewusstsein ist key, meine lieben Freunde. Lasst dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen und wir gehen rein in den Peter jetzt. Let's go. Don't ever play yourself, motherfucker. 10 Euro. Support it in. Und los. Wir wollen mal so das Thema vielleicht beginnen. Dass wir uns erstmal klar machen. Das Thema einbeginnen, Mann. Fühl ich. Lass mal kurz einbeginnen, den Laden hier. Jetzt komm, Junge. Was ist überhaupt Manipulation? Ja. Ja? Das ist ja sozusagen, wir leben in einer Informationsgesellschaft. Ich würde eher sagen, wir leben in einer Desinformations- und Lügengesellschaft. Ganz trocken, Digga, würde ich dir recht geben. Das ist immer eine Betrachtungsweise. Wenn man, sag ich mal, inside the box ist noch, dann denkt man, das ist eine Informationsgesellschaft, wenn man versteht, wie hier gearbeitet wird. Inside the box. Wenn Deutsche Englisch reden, geil, Alter. Verzeiht mir diese Dinge, aber ich mag das einfach so. Versprecher und dies, das, bla. Finde ich immer lustig. Aber er hat recht, Alter. Wenn du immer noch in der Matrix drin bist quasi, dann ist es für dich Information. Für die Leute, die ausgebrochen sind aus der Matrix, ist es Desinformation, was zum Beispiel ARD und ZDF verbreiten. Weiß man, das ist eigentlich das meiste ist Lüge. Desinformation, ja. Halbwahrheiten. Es dient der Ablenkung. Es lenkt uns vom Wesentlichen ab, nämlich von uns selbst. Ja? Es lässt... Sehr gut gesagt. Es lenkt uns von dem Wesentlichen ab, nämlich von uns selbst so. Und das ist Facts, Digga. Viele Leute heutzutage beschäftigen sich gar nicht mehr richtig mit sich selbst, weil sie ständig irgendein Tool haben. Und wie viele Tools wir mittlerweile zur Verfügung haben, um uns von uns selbst abzulenken, ist einfach unfassbar, Digga. Und deswegen beschäftigen sich viele Leute gar nicht mit sich selbst. Viele Leute können überhaupt gar nicht mit sich selbst sein, weil sie sich ständig mit irgendwas ablenken oder mit irgendwem umgeben, damit sie sich nicht mit sich selbst beschäftigen müssen. Aber ich glaube, irgendwann wird der Punkt kommen, wo du dich mit dir beschäftigen musst, Digga. Und ich glaube, umso früher das passiert, umso besser ist es. Irgendwelche Lösungen und Probleme sehen und suchen. Und Manipulation ist ja nichts anderes, als dass wir quasi mit unserem Bewusstsein in einem mentalen Gefängnis gehalten werden. Das heißt, das Weltbild, was jeder in sich trägt, in der westlichen Welt vor allen Dingen, ist sehr eingeschränkt, sehr eindimensional, ja, im Sinne rein materialistisch, atheistisch. Und damit erreicht... Geil, Digga, der bringt die Sachen gut auf den Punkt gerade hier. ...wir, dass... letztendlich das Verhalten von Menschen, aber von ganzen Gruppen gesteuert werden kann. Ja? Das heißt, wir erschaffen ein Lügengefängnis, in dem wir uns gedanklich bewegen können, mit falschen Vorstellungen über uns selbst und die Welt herum. Das heißt, wir sind das Endprodukt der Affenevolution, der Mensch ist ein Zufallsprodukt der Evolution, die Zukunft ist nicht vorhersagbar, alles läuft irgendwie auf Chaosbasis, ja, Schicksalsgläubigkeit, wir müssen ständig Studien machen, um irgendwelche Wahrscheinlichkeiten und Vorhersagen zu treffen über die Zukunft, weil es sonst Angst macht, ja, das Leben ist gefährlich und so weiter und so fort. Das ist alles so immer tödlich. Tödlich, Survival of the Fittest und all diese Geschichten, also Sozialdarwinismus und so weiter, das sind alles so gesellschaftliche Glaubenssätze oder man könnte sagen gesellschaftliche Meinungen, die etabliert wurden, ganz bewusst, die wurden etabliert, um uns in eine Denkrichtung zu bringen. Ja. Und letztendlich, wenn wir über politische Beeinflussung reden, reden wir immer von Propaganda in dem Zusammenhang, also Verbreitung ideologischen Gedankengutes. Letztendlich. Wie jetzt, Digga? Ich dachte, Propaganda gibt es nur in China und in Russland, Bro. Sichtweise der Bevölkerung in eine ganz bestimmte Richtung. Kleiner Schwurbler, wa? Zu lenken. Ja. Und das müssen wir, wenn man das macht, immer über Generationen hinweg planen. Das heißt zum Beispiel, die Deutschen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg systematisch umerzogen. Systematisch. Ja. Also musst du in den Schulen, Krippen, Kindergärten anfangen. Ja, da muss es anfangen. Da muss die Geschichte sozusagen... Das ist crazy, Digga. Ich finde das auch sehr traurig, dass die Deutschen so geworden sind, wie sie geworden sind. Und ich
habe mich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt, aber es gibt viele Leute, die sagen, dass sie systematisch in die Richtung erzogen wurden, so. Und keine Identität mehr richtig haben, so, weißt du? Keine richtige Kultur und diese ganzen Sachen mehr haben, so. Und das ist traurig, Digga, weil Deutschland hatte mal eine richtig heftige Kultur. Das Land der Dichter und Denker, so. Weißt du, wie viele Nobelpreisträger wir in den 1900ern hatten, so? Das war crazy damals. Wir waren mal Vorreiter, weißt du, wie ich meine, in vielen Bereichen. Anders geschrieben, vermittelt werden. Was sind die Folgen für diejenigen, die jetzt dieser ständigen Manipulation ausgesetzt sind? Sie vermindern erstens die Handlungsfreiheit. Das heißt, die Auswahlmöglichkeiten wird eigentlich schon vorgegeben. Ihnen ist es aber nicht bewusst, weil sie in dieser Glocke ja groß geworden sind. Und derjenige, um den es jetzt geht, nennen wir es jetzt mal das Opfer dieser Manipulation, verliert damit die Kontrolle eigentlich über sein eigenes Leben. Mhm. Er glaubt zwar, er hat die Kontrolle über sein Leben, das ist ja perfekte Manipulation, wenn wir selber glauben, wir haben Kontrolle über unser Leben, aber ja, jemand anders kontrolliert es. Wenn wir zwischen 10, 15 verschiedenen Kaffeesorten dann haben wir doch Entscheidungsfreiheit. Genau. Ja. Das heißt, solange wir das nicht erkennen, dass wir in einer mentalen Käseglocke gehalten werden, die über Massensystemmedien und so weiter aufrechterhalten werden, durch die Schulbildung und Sozialisierung in diesem Konstrukt, kommen wir aus der Nummer nicht raus. Wir müssen erstmal die unsichtbaren Fesseln und Ketten erstmal erkennen. Das ist der erste Schritt zur Problemlösung. Denn wenn wir das erkennen, haben wir eigentlich damit auch schon die Lösung für das Problem erkannt. Ja, das ist das Interessante. Wenn du das Problem mal richtig tiefgehend analysierst, findest du da eigentlich auch schon die Achillesferse, wo du den Hebel ansetzen kannst, um das ganze Ding aufzulösen. Das geht. Ja, aber das ist ein Problem. Sehr stark gesagt, ne? Finde ich sehr gut kommuniziert, was er hier gerade sagt. So, man muss es erstmal identifizieren, dass man überhaupt in so einer Art Gedankengefängnis überhaupt lebt, so, weißt du? Und wenn du anfängst, das zu erkennen, dann hast du auch Lösungen direkt. Natürlich, wenn du Sachen erkennst, dann kannst du sie auch direkt lösen. So. Aber wenn du die Sachen nicht erkennst und wenn du blind bleibst, so, dann kannst du halt auch nichts verändern. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich mit diesen ganzen Sachen auseinandersetzt, damit man einfach versteht, dass viel einfach Manipulation ist und dass viel, was wir so jeden Tag gefüttert bekommen, dafür da ist, um uns in diesem Status zu behalten. Damit wir in diesem Gedankengefängnis bleiben so und da nicht ausbrechen und unsere eigene Macht nicht realisieren, weil man uns dann natürlich nicht mehr so gut kontrollieren kann. Und das ist eine sehr wichtige Geschichte. Und ich finde es schade, dass Leute, die anfangen, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen und eventuell auch mal falsche Sachen sagen und so, aber trotzdem versuchen wenigstens zu erkennen, was eigentlich wirklich abgeht, immer direkt in so eine Ecke reingedrückt werden von Verschwörungstheoretiker und die sind dumm und das sind irgendwelche mystischen Blablablas und Querdenker und diese ganzen Begriffe so. Und ich glaube, auch diese Begriffe wurden dafür geschaffen, um uns davon abzuhalten, uns mit diesen Sachen zu beschäftigen, weil man uns sonst als verrückt in der Gesellschaft ansieht und an den Rand drückt so. Deswegen hör auf, das sind nur verrückte Verschwörungstheoretiker. Bleib bitte da, weißt du? Bleib bitte hier. den muss erstmal natürlich jeder für sich selber vollziehen. Und dafür ist es auch wichtig zu verstehen, auf was für Ebenen wir manipuliert werden. Aus meiner Sicht gibt es jetzt mal grob gesagt drei Ebenen, wo der Mensch im Grunde diesen Informationswaffen, aber nicht nur Informationswaffen, ausgesetzt ist. Ja, wir haben die Ebene des Denkens, die Ebene des Fühlens und die Ebene des Handelns letztendlich. Also das, was wir dann nachher tun und zu Ergebnissen irgendwie drin kommt. Das heißt, wir werden hauptsächlich... Querdenkender Verschwörungsmystiker, na Mann. Dass sie nicht alles für Begriffe auspacken, wa? Unsere Gedanken manipuliert, im Sinne von Weltbild, also atheistisch, materialistisch, Betonung in der westlichen Welt auf rational, analytisch, Logik, bloß nicht irgendwas mit Empathie oder mit... Mit Empathie und mit Fühlen und so, das habe ich ja auch bei mir gemerkt. So. Leute haben mich ja echt eine lange Zeit versucht, irgendwie fertig zu machen und sich über mich lustig zu machen, weil ich Sachen gefühlt habe, so. Weil ich gesagt habe, fühle ich so. Das ist so weit weg von den Leuten und die denken, nur dumme Leute fühlen. Wenn du das nicht rational erklären kannst oder mit Studien belegen kannst, dann ist es dumm. Hör auf damit. Was für Fühlen, Digi. Daran merkst du schon, wie das in unseren Köpfen verankert ist. So. Du kannst nicht alles erklären. Vor allen Dingen die übermenschlichen Sachen, die dir wirklich Macht geben, wie Gott und Spiritualität und diese Verbindung mit der Natur und mit uns. Die Sachen, die du auch in der Quantenphysik nicht erklären kannst und so. Verschränkungen, dies, das, bla bla bla. Das sind alles Dinge, die kannst du nicht rational erklären. Und es ist voll wichtig, an den Punkt zu kommen, dass man versteht, dass nicht alles Materialismus ist und dass nicht alles rational zu erklären ist, sondern dass es Dinge gibt, die darüber hinausgehen. Fühle ich. Mal fühle ich in den Chat, Bro. Mit Emotio oder Intuition, ja, das ist alles verpönt. Ja, genauso arbeiten auch Ideologien und verschiedene Religionen. Die installieren ein ganz bestimmtes
Korsett mit Regel, mit einem Regelwerk, nach dem die Menschen sich zu verhalten haben. Dafür sind die Religionen da. Sie liefern also auch in gewisser Weise, ist jetzt nicht alles negativ, einen Orientierungsrahmen für die Menschen, die in eine Gesellschaft hier inkarnieren, damit sie wissen, was gut ist, was böse ist, was richtig, was falsch ist. Ja, deswegen, man muss es differenzierter sehen. Auf der Ebene der Gefühle werden wir hauptsächlich in der Weise manipuliert durch die Medien, durch die Werbung, durch die Musik und durch die Filmindustrie. Und allen voran, wenn man sich jetzt mal so Filme anguckt, wird fast immer nur auf niedere Emotionen hier abgezielt. Das heißt also, es wird Gier, Neid, Egoismus, Stolz, Wollust gefördert. Der einsame Actionheld, der die ganze Welt rettet, ja, völliger Blödsinn, aber so wird es uns vermittelt. Da gibt es einen Actionheld, der rettet alle. Auf den müssen wir nur warten, der kommt dann irgendwann, irgendein Superheld. Ja? Und das brennt sich irgendwo ein. Es wird dann mit entsprechenden Emotionen bzw. Musik und was auch immer untermalt. Sodass geiler Typ, Digga, ich feier den. Der bringt das echt gut auf den Punkt, wa, Chat? Tief ins Unterbewusstsein einprägt, dass wir diese archetypischen Bilder in uns tragen, wo wir dann immer warten, da kommt dann bald der Held und er rettet uns und dann wird die Welt ganz toll und rosa-rot und so weiter. Und dann haben wir noch die Ebene auf dem körperlichen Bereich, wo wir manipuliert werden. Also da geht es um Gifte in der Nahrung, in der Umwelt. Vaccines. Ja, also speziell aber auch in den Nahrungsmitteln. Gifte sämtlicher Art, das ist ein Riesenthema, da könnte man allein ein ganzes Seminar zu machen. Ja. Es geht mittlerweile auch um das Thema elektromagnetische Felder und Elektrosmog, 5G. Mm-hmm. 5G, Mikrowellen, WLAN, alles auch nicht so förderlich, Freunde. Mikrowellenwaffen im Einsatz. Es geht aber auch darum, dass wir in unserer heutigen Gesellschaftsordnung künstlich permanent im Stress gehalten werden. Und gleichzeitig sind wir aber auch eine Sitzgesellschaft. Wir sind Leistungsgesellschaft und wir sind Sitzgesellschaft. Und dadurch erleben wir Stress, dem wir körperlich nicht mehr abreagieren. Weil wir nicht uns bewegen. Weil wir uns zu wenig bewegen. Also spazieren gehen hilft ja schon. Dann. Deswegen ist spazieren gehen eine wunderbare Sache. Immer. So, und das führt letztendlich dazu, dass der Körper muss auch mal mehr spazieren gehen, jo. Na, langsam muss ich damit auch mal anfangen. Mehr spazieren gehen, bruv. Ich will mehr spazieren gehen. Das nehme ich mir jetzt vor, Bro. In Zukunft mehr spazieren, mein Jutster. Alles klar. Wird ausgezehrt, wird krank, wird vorzeitig altert. Das können wir überall sehen. Ja? Die Menschen sind nicht gesund. Die Volksgesundheit ist auf einem ziemlich niedrigen Niveau. Und letztendlich als Ergebnis von all diesen Manipulationseingriffen sehen wir, dass die Menschen ihre eigene Lebensbestimmung, ihren Lebenssinn verlieren oder nie gefunden haben. Dass sie frustriert sind, Angst haben, wütend sind, verzweifelt sind. Ja? Das ist das Das habe ich auch ganz schnell gemerkt, als ich groß geworden bin irgendwie. So in der Welt um mich herum habe ich ganz schnell gemerkt, dass die meisten Menschen, die mich, also auch Familie und so, also alles, was mich umgeben hat, nicht wirklich glücklich mit ihrem Leben sind und mit dem, was sie tun jeden Tag. So. Und ich habe schon immer gespürt, dass es nicht richtig ist, dass man eigentlich so leben sollte, dass man glücklich ist mit dem, was man jeden Tag tut und dass es einen erfüllen sollte und dass man so lange danach suchen sollte, bis man das gefunden hat und nicht einfach im Hamsterrad jeden Tag das Gleiche machen, was einen nicht wirklich glücklich macht, so. Weil mir auch schon immer bewusst war, dass ich jeden Tag sterben kann, Digga. Und wenn ich nicht mal angefangen habe, irgendwie das zu machen, was mich wirklich erfüllt, so, wie scheiße muss das sein, wenn ich dann einfach so sterbe, ohne dass ich angefangen habe, das überhaupt zu versuchen. Weißt du, was ich meine? Und ja, Mann, ich bin froh, dass ich das so in mir drin hatte, schon von Anfang an. Tat dieser Art von Informationskriegsführung gegen die Menschen. Ja. Wir haben kaum glückliche Gesichter, ja? Viele sind angespannt. Ja? Das hat mir auch erst gerade vor kurzem ein Freund erzählt, der war jetzt... Das ist im Westen extrem. Diese angespannten Gesichtern so, das merkst du sofort, das merke ich sofort, da kommst du am Flughafen an und du merkst schon, da kommt dann so direkt so eine miserable Wolke kommt so auf einen zu, so. Also du siehst, die Menschen sind nicht richtig happy, wenige Leute lächeln, wenige Leute strahlen irgendwelche positiven Energien oder Vibes und das ist so faszinierend für mich, weil wir so viel haben, Digga. Du kommst da an und es läuft, funktioniert eigentlich alles viel besser als hier. Wenn du so ehrlich bist, so. Diese ganzen Systeme und alles, die WLAN, Strom, keine Ahnung, Alter, die Leute arbeiten straight, weißt du, alles funktioniert eigentlich so geil, dass man dafür alleine schon dankbar sein könnte und happy sein könnte, so, ne? Aber die Leute sind viel miserabler als hier zum Beispiel, wo die Dinge nicht so gut funktionieren teilweise. Das ist crazy. Längere Zeit in Thailand und kam jetzt hier zurück und meinte, meine Güte, in Deutschland, die sind ja alle hier extrem angespannt. Ja. So. Und ja, habe ich gesagt, ist so, ja. Ist so und das hat auch einen Effekt auf, kannst du echt so bewusst sein, wie du möchtest, so, das hat definitiv einen Effekt, so. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass wenn ich in Deutschland bin, dass ich unterschwellig so einen Druck spüre, so einen Magenschmerzen so ein bisschen, weißt du? Bei mir äußert sich das eh immer im Magen viel
Und das ist so ein unterschwelliger Stresslevel einfach. Den spürt man. Vor allen Dingen, wenn man empathisch ist und sowieso sehr viel fühlt. Du siehst ja auch, was hier läuft. Ja? Das läuft in Thailand so nicht. Da ist alles ein bisschen lockerer. Klar, anderes Klima, anderes Wetter. Also da würde ich jetzt hier auch noch das Wetter dazu nehmen. Sicherlich. Auf die körperliche Ebene, auch emotionale Ebene. Denn das, was wir jetzt in diesem Winter erlebt haben, sozusagen, wir sind jetzt im Februar, wo wir das aufzeichnen, das waren ja Monate von November. Ja? Ja. Also wo man uns die Sonne immer schön grau vorenthalten hat. Ja. Ja. Und das ist aktuell wieder so, ne, glaube ich, mein lieben Freund. Ich habe mal so ein bisschen Wetter reingeschaut. Meine Mutter hat auch gesagt, Grey und Rain. Most parts in Germany gerade. Tja, was mit das wirkt auch natürlich aufs Gemüt. Krass, Mann, Alter. Guter Mann, ne? Geiles Video, Dicker. Fühl ich komplett. Stark. Ich fand seine Kommunikationsweise sehr angenehm so. Nicht zu langsam reden, weißt du, schön die Topics durchgepeitscht, aber immer schön erklärt und so. Gute Stimme, dies, das, feiere ich komplett. Liebe geht raus an den Cousin auf jeden Fall. YouTube, eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Gang. Skrrr.